Ja, die Sozialformen, das ist die nächste Spalte in der Unterrichtsfeinplanung, das ist wieder ein etwas komplexeres Thema. Denn hier entscheidet sich oft, wie groß zum Beispiel auch Disziplinprobleme im Unterricht werden, weil die Kursteilnehmenden ihn gegebenenfalls zu langweilig finden. Und es gibt eigentlich mehr zu sagen, weil es so viele verschiedene Facetten gibt. Von der Definition her sind Sozialformen alle Formen der Zusammenarbeit quasi zwischen der Kursleitung und den Kursteilnehmenden. Und man unterscheidet da eher, ob sie komplementär sind, also die Lehrkraft quasi den Unterricht dominiert, oder ob es symmetrisch ist, also das heißt, dass es so ein Gleichgewicht gibt zwischen der Lehrkraft und den Kursteilnehmenden, also diese auch mehr Handlungsspielraum haben. Die häufigsten Sozialformen sind, das ist glaube ich klar, der Frontalunterricht, dazu gehört auch das Unterrichtsgespräch. Die Einzel- oder Stillarbeit, Gruppenarbeit oder man kann auch unterteilen noch nach Kleingruppenarbeit, Partnerarbeit und auch interaktive Formen wie so Kettenübungen oder Klassenspaziergänge etc. gehören natürlich auch dazu. Ja, also der Frontalunterricht und das Unterrichtsgespräch gehören beide zur Plenumsarbeit, unterscheiden sich aber sehr voneinander, weil es auch unterschiedlich bezeichnet ist. Klar, zeigt das schon auf. Der Frontalunterricht ist ja in den letzten Jahren sehr in die Kritik geraten und Didaktikempfehlungen gehen immer davon aus, so wenig wie möglich in dieser Sozialform zu bleiben. Fest steht aber, dass sie erwiesenermaßen noch immer die häufigste Sozialform im Unterricht ist, egal ob jetzt in der Erwachsenenpädagogik oder in der Schule. Und gleichzeitig gibt es aber keine Studie, die zeigt, dass eine andere Sozialform per se besser ist. Also neuere Studien zeigen sogar auf, dass die Sozialform gar nicht so sehr entscheidend ist wie die Persönlichkeit der Lehrkraft. Also Humor zum Beispiel zählt dann nach wie vor stark mit. Also nichts ist furchtbarer als ein langweiliger Unterricht, wo die Lehrkraft keinen Humor hat, oder? Was sagt ihr? Trotzdem ist es wichtig, sich klarzumachen, wofür welche Sozialform am besten geeignet ist und wofür eben nicht. Und das können wir uns eigentlich noch mal ein bisschen genauer anschauen. Also der Frontalunterricht. Die Lehrkraft, logischerweise, bestimmt in diesem Fall zu 100%, wo es lang geht. Das ist sehr komplementärer Unterricht. Die Kursteilnehmenden haben eigentlich überhaupt keinen oder wenig Entfaltungsspielraum. Sie sind sehr lange Zeit passiv, ihr Redeanteil ist sehr gering und es geht im Grunde darum, Fakten zu vermitteln, sehr zeitökonomisch und ja, Binnendifferenzierung findet auch kaum statt, kann eigentlich auch gar nicht. Und der typische Ablauf ist dann oft so, ja, es beginnt mit der Begrüßung und organisatorischen Dingen. Dann gibt es meistens eine Wiederholungsphase oder die Hausaufgabenkontrolle. Dann wird der neue Stoff präsentiert, dann wird an dem neuen Stoff gearbeitet. Dann gibt es die Ergebnissicherung und dann spätestens die Hausaufgabe. Das ist so typisch für den Frontalunterricht. Und der Zeitfaktor ist im Grunde da immer für viele der Dreh- und Angelpunkt. Also zu sagen, ja, ich muss sie doch zur Prüfung führen, ich habe nicht so viel Zeit, es sind nur noch so und so viele Stunden und das schaffen die nicht und sie können das noch gar nicht und deshalb muss ich viel frontal unterrichten, damit ich den Stoff durchbringe. Und da ist die Frage, muss ich das wirklich? Also, was ist eigentlich die Konsequenz, wenn ich das wirklich so durchziehe? Ich renne durch den Stoff und ein Drittel kommt mit, ein weiteres Drittel braucht Nachhilfe und ist völlig frustriert und das letzte Drittel schafft es eben einfach nicht. Und ich glaube persönlich nicht, dass die Sozialform die Stellschraube ist, die man drehen muss, um die Kursteilnehmenden da gut vorzubereiten. Aber es ist natürlich wichtig, sich klarzumachen, wofür jede Sozialform steht. Und gerade jetzt so dieser Lehrervortrag, also dieser Frontalunterricht, passt eben natürlich zu verschiedenen Themen und da ist er auch gut aufgehoben. Also sachliche Zusammenhänge, Probleme, Fragestellungen aus der Sicht der Kursleitenden. Dann natürlich auch, wenn ich eine Kleingruppenarbeit oder andere Lernprozesse einleiten will, bei denen die Lernziele vorher natürlich klar definiert werden müssen, brauche ich das Frontale, das geht am besten. Und natürlich für alle Steuerungs-, Kontroll- und auch Bewertungsaufgaben. Warum nicht dann das nutzen? Und wenn ich es benutze, dann aber auch bitte ohne schlechtes Gewissen. Der Unterschied zum Unterrichtsgespräch ist, dass da eigentlich viel Interaktion durch die Kursteilnehmenden wichtig ist oder auch ja, funktioniert. Also ich kann Fragestellungen haben, Impulse geben, Bilder oder Gesten. Und das findet zwar im Plenum statt,
aber und ist auch eigentlich leicht zu organisieren, ist auch relativ konfliktarm. Aber ich habe eben diesen Dialog zwischen den Kursleitenden und der Lehrkraft und bin eben nicht nur zu 100% diejenige als Lehrkraft, die da spricht. Die Einzelarbeit, da sind natürlich alle Kursteilnehmenden dabei, einzeln, allein zu arbeiten. Und da stellt sich für mich die Frage, inwieweit das überhaupt eine Sozialform darstellt. Im Grunde ist es ja keine, weil ich bin ja allein. Es ist aber die von der Lehrkraft vorbereitete quasi Abarbeitung einer Aufgabe, ganz alleine. Das heißt, groß kreativ kann ich da als Kursteilnehmender nicht sein. Die Zielsetzung hat quasi die Lehrkraft für mich bestimmt und ich arbeite die nun ab. Was total interessant ist, dass mit der Kritik am Frontalunterricht die Einzelarbeit total zugenommen hat und dass viele Lehrkräfte am liebsten Arbeitsblätter über Arbeitsblätter herausgeben und dass es da ganze Stapel pro Semester anfallen und sich da auch wiederum die Frage stellt, wie viel Sinn macht das Ganze denn? Also vorteilhaft natürlich in dieser Sozialform ist es auf alle Fälle, dass ich hier sehr leicht differenzieren kann und dass ich hier auch wenig Konflikte habe, logischerweise, weil ja gar keine Interaktion erfolgt. Und dass das eben von der Kursleitung gut vorbereitet und angeleitet wird und dass die Differenzierung auch relativ zeitökonomisch durchgeführt werden kann. Partnerarbeit. In der Partnerarbeit ist zwar der Lernprozess erst einmal lehrkraftgesteuert, ganz klar, aber dann im weiteren Verlauf ist es doch sehr interaktiv und kreativ. Also beide Partner können interagieren und die soziale Handlungsfähigkeit der Kursteilnehmenden wird gefördert. Und das ist auch relativ ökonomisch. Also ich brauche nicht groß was umstellen. Die Zeit ist eigentlich auch gut einplanbar. Also es ist typischerweise in fast jedem Unterricht dabei. Bei den Gruppenarbeiten, da kommen wir jetzt ganz stark in dieses kooperative Lernen und grundsätzlich gilt dafür erstmal, dass beide Parteien erstmal so einen Lernprozess durchlaufen müssen, denn die Kursleitenden zum Beispiel lieben oft ihre passive Haltung, also so nach dem Motto, ich hätte gern alles häppchenweise von der Lehrkraft präsentiert, ohne mich groß anstrengen zu müssen und da müssen sie einfach lernen, Selbstverantwortung für ihr Lernen zu übernehmen und auch für ihre Gruppe. Und sie müssen auch lernen, sich in einer Gruppe nicht vorzudrängeln oder dahinter zu verstecken. Und sie müssen bereit sein, Dinge selbst zu entdecken, Arbeitsschritte zu planen, zu dokumentieren. Also das ist ein Lernprozess, der stattfinden muss in Gruppenarbeiten und der aber sehr produktiv ist. Also Studien belegen, dass es eine hohe Kommunikationsdichte gibt in Gruppenarbeiten und besonders in Kleingruppen. Und dass das natürlich absolut die kommunikative Kompetenz und natürlich auch das soziale Miteinander total fördert. Ja, und die Lehrkraft, die hat natürlich auch viel zu lernen. Also ich muss einfach lernen, nicht ständig zu springen. Ich muss auch nicht immer alles selbst in die Hand nehmen. Ich kann auch mal den Druck rausnehmen. Und wenn jetzt irgendein Problem in einer Gruppe auftaucht, dann muss ich nicht gleich das Ganze im Plenum verbalisieren und thematisieren. Also ich muss auch nicht immer alles wissen. Also ja, und auch meinen Kompetenzvorsprung, den kann ich auch ab und zu mal vergessen und einfach mal neugierig sein, um mit den anderen auch die Themen wieder neu zu entdecken. Und im Grunde muss ich lernen, viel zuzuhören, ein bisschen abzuwarten. Das Abwarten fällt uns oft sehr schwer, zu beobachten und eher zu beraten, als immer gleich zu agieren und zu, ja, die Teilnehmenden da immer gleich die Lösung zu präsentieren. Was das Blöde an Gruppenarbeiten ist, die haben ein extrem hohes Konfliktpotenzial. Also da ist immer nicht klar, ob das gut miteinander geht, wer mit wem gut kann. Das heißt, sie müssen unheimlich gut vorbereitet werden. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass die Methoden, die zu diesen Gruppenarbeiten führen, dass die schrittweise eingeführt werden, dass also Gesprächsregeln festgelegt werden, dass es Auswertungsformen von Materialien gibt, die stückweise erarbeitet werden und so weiter. Dass man auch Arbeitsaufträge ritualisiert. Also zum Letzteren habe ich schon mal ein Video gemacht, das findest du hier. Und durch den großen Aufwand im Grunde ist die Gruppenarbeit sehr zeitaufwendig und oft sind die Ergebnisse auch sehr unterschiedlich.
Und ja, man muss sich wirklich Gedanken darüber machen, wann brauche ich eine Gruppenarbeit? Wann bringt es wirklich die Teilnehmenden voran? Wann können sie wirklich davon profitieren? Und in Sprachen ist es halt sehr stark immer damit verbunden, dass ich wirklich in diesen Handlungsprozess komme, dass ich wirklich in diesen Sprechakt komme. Das heißt, da sind auch zum Beispiel Projekte oder Mini-Projekte ein ganz gutes Thema, um Gruppenarbeiten zu machen. Und dann gibt es natürlich auch noch interaktive Formen. Also der Klassenspaziergang, der hat sich mittlerweile sehr etabliert. Jeder spricht mit jedem. Und dann kommt noch ein bisschen Bewegung mit ins Spiel. Diese interaktiven Formen mit aufzunehmen, das schafft immer relativ viel Abwechslung und macht natürlich auch Spaß. Ein Wechsel der Sozialform ist natürlich sinnvoll, weil nicht jedes Lernziel mit ein und derselben Sozialform erreicht werden kann. Also verschiedene Lernziele erfordern eben auch verschiedene Sozialformen und ich muss mir da einfach immer Gedanken machen, was passt wozu. Und es ist deshalb auch so sinnvoll, weil dadurch möglichst viele Lernende mit ihren individuellen Lernvorlieben erreicht und eben auch gefördert werden können. Und natürlich sorgt es für Abwechslung. Das ist ganz klar, das ist ganz wichtig fürs Gehirn, dass ich regelmäßig die Sozialform verändere. Die Faustregel dafür ist, dass ich in 90 Minuten die Sozialform mindestens 3-mal wechseln sollte. Jetzt habe ich hier nochmal die Beispiele, die wir auch schon bei den Lernzielen, Lerninhalten und Unterrichtsphasen hatten und ergänze die nun jetzt auch durch die Unterrichtsaktivitäten und auch durch die Sozialform. Also wir sehen hier nochmal die Zielgruppe, ein BSK-Kurs A2. Wir hatten gesagt, das Grupplernziel ist, dass Sie mit einfachen Worten Berufsabläufe beschreiben können. Und ein Lernziel hier in der Tabelle ist zum Beispiel, die Teilnehmenden können alltägliche Abläufe beschreiben. Die Teilnehmenden können sagen, was sie vom Beruf sind. Die Lerninhalte sind hier Fertigkeiten sprechen, schreiben, Grammatikwiederholungen, Uhrzeiten, trennbare Verben, Phonetik, Wortakzent. Das wäre die Einstiegsphase und im Grunde ja auch eine Wiederholungsphase. Ich könnte hier zum einen einen ganz normalen Ablauf gestalten, indem ich vielleicht im Plenum ein Unterrichtsgespräch führe. Ich könnte es aber auch so machen, dass ich eine Lernwerkstatt aufbaue und die Kursteilnehmenden darin selbstständig arbeiten und diese eben auch festlegen, in welcher Sozialform sie gerne tätig sein wollen. Ob sie das alleine machen wollen, zu zweit oder auch in der Gruppe. Und hinterher kann ich natürlich in einem Unterrichtsgespräch gegenseitig mir Fragen stellen, was man vom Beruf ist und was alles so zu diesen alltäglichen Abläufen in dem jeweiligen Beruf gehört. Also hier habe ich also eine relativ hohe Flexibilität, was die Sozialform angeht und natürlich einen sehr schönen Einstieg, der sehr abwechslungsreich ist und sehr das kooperative Lernen fördert. Und natürlich auch die Binnendifferenzierung. Als zweiten Teil steht jetzt hier das Teillernziel. Die Kursteilnehmenden können einfache Tätigkeiten in typischen Berufen verstehen. Da hatten wir die Fertigkeit Lesen und das sind verschiedene Lesetexte. Das ist die Präsentationsphase und jetzt wäre es hier zum Beispiel auch möglich, das ganz unterschiedlich anzugehen. Zum Beispiel, wenn ich es ein bisschen abwechslungsreich gestalten will, in einer Expertengruppe, das heißt, die Kursleitung verteilt verschiedene Texte an verschiedene Gruppen, also Gruppe A hat einen Text, Gruppe B hat einen anderen Text, jeder liest den Text erstmal für sich durch in seiner Gruppe und entscheidet dann zusammen, was das Thema ist und bespricht sich, nimmt vielleicht beratend auch nochmal die Kursleitung hinzu. Und danach werden die Gruppen gewechselt und man ist sozusagen als Experte auf diesem Gebiet und kann jetzt den anderen von dem Text erzählen und darüber berichten. Und dadurch habe ich auch hier wieder ganz verschiedene Sozialformen. Also erst natürlich muss ich diese ganzen Arbeitsaufträge erklären, das mache ich im Plenum. Das ist definitiv ein Frontalunterricht, das geht gar nicht anders, um es wirklich deutlich zu machen. Wo auch Rückfragen nochmal möglich sind. Dann habe ich eine Einzelarbeit, ich muss es erstmal alleine lesen. Dann bespreche ich mich in der Gruppe und dann habe ich eine zweite Gruppenarbeit. Also so könnte man es machen, es kann natürlich auch ganz anders. Im zweiten Beispiel hatten wir einen allgemeinen Deutschkurs auf B1. Das Grupplernziel war, die Teilnehmenden können Gegenargumente formulieren und darauf reagieren. Und das erste Teillernziel in der Tabelle war dann, die Kursteilnehmenden können sagen, was sie bei schlechtem Wetter tun.
die Fertigkeit sprechen, Einstiegsphase, also auch wieder Vorwissen aktivieren, vielleicht auch Wiederholungsphase. Ganz klassisch kann ich es jetzt hier so machen, dass die Kursleitung die Aufgabe erklärt und die Kursteilnehmenden zu zweit oder zu dritt sprechen, zum Beispiel in einer eher interaktiveren Form, in einer Murmelgruppe. Ich könnte es aber auch einfach in einer Kleingruppe machen lassen. Als zweiten Teil, die Kursteilnehmenden können Gegenargumente verstehen. Die Fertigkeit war hier Lesen, ein Lesetext in der Präsentationsphase. Auch hier kann ich ganz klassisch vorgehen und sagen, Kursleitung erklärt die Aufgabe und die Kursteilnehmenden lesen den Text. Das wäre also erst einmal Frontalunterricht im Plenum und dann eine Einzelarbeit. Die Kursteilnehmenden können Gegenargumente formulieren. Das wäre die Fertigkeit Schreiben, Grammatik, Obwohlsätze in der Systematisierungsphase. Also hier könnte die Kursleitung natürlich auch erstmal Beispiele geben, passende Fragen stellen, dann die nächste Aufgabe erklären und die Kursteilnehmenden können die Satzteile ergänzen. Also erst wäre es ein Unterrichtsgespräch, wo ich diese Fragen stelle und hinterher wäre es auf alle Fälle Einzelarbeit. In den Übungsphasen sollte dann auf alle Fälle auch nochmal irgendwo eine Partnerarbeit vorkommen, wo ich vielleicht das mal ausprobieren kann und vielleicht auch gegebenenfalls einen Klassenspaziergang. Im Beispiel 3 habe ich einen allgemeinen Deutschkurs A2. Wir hatten gesagt, das Grob-Lernziel war, die Teilnehmenden können Personen beschreiben. Als Teil-Lernziel in der Tabelle hatten wir, die Kursteilnehmenden können sagen, wie eine Person ist. Fertigkeit war Sprechen. Als Einstiegsphase könnte man hier zum Beispiel das so machen, dass die Kursleitung verschiedene Fotos von Personen verteilt und die Kursteilnehmenden sich ein Foto nehmen und dann eine Person aufsuchen, sich darüber austauschen und dann weitergehen. Also mit einem Klassenspaziergang im Grunde auch mal anzufangen, wäre eine Variante. Der zweite Teil wäre, die Kursteilnehmenden können verstehen, ob jemand sympathisch, arrogant oder langweilig ist. Da ging es ja um den Hörtext und die Hinführung war so, dass quasi erstmal natürlich die Kursleitung die Aufgabe erklärt, den Track startet und die Teilnehmenden vielleicht sich erstmal natürlich nochmal Rückfragen stellen und dann natürlich Notizen machen. Hinterher muss natürlich die Kursleitung nach dem Ergebnis fragen und die Kursteilnehmenden antworten. Also ich habe hier definitiv Frontalunterricht, ein Unterrichtsgespräch. Ich könnte es natürlich auch anders lösen, aber hier wäre es jetzt einfach mal ganz klassisch. Der dritte Punkt, die Kursteilnehmenden können Personenbeschreibungen verstehen. Fertigkeit wäre Hören wieder, Präsentationsphase, also es geht wieder um den gleichen Hörtext. Logischerweise erklärt die Kursleitung erstmal wieder die Aufgabe und startet den Track und logischerweise machen sich dann gegebenenfalls die Kursteilnehmenden Notizen oder hören halt einfach zu. Auch hier wäre es Frontalunterricht, wenn man es ganz klassisch nimmt. Die Kursteilnehmenden können verstehen, wie jemand vom Charakter her ist und welches Aussehen er oder sie hat. Fertigkeit wäre Schreiben, Wortschatzerweiterung, Charakterwörter, Beschreibungen von Äußerlichkeiten. Das wäre sozusagen die Systematisierungsphase. Und auch hier, wenn ich es ganz klassisch mache, wäre es so, dass die Kursleitung die Aufgabe erklärt und die Kursteilnehmenden füllen die Tabelle aus. Die Sozialform wäre hier Einzelarbeit. Ich hoffe, ich konnte euch damit auch ein bisschen weiterhelfen, was die Sozialform angeht. Der vorletzte Teil, die vorletzte Spalte ist auch nochmal sehr interessant. Da geht es um die methodischen Hinweise. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer der Hinweis, gerne das zu liken und natürlich auch den Kanal zu abonnieren.